Willkommen zurück zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Ich bin sofort und dem Herrn gleich. Hallo. Wir machen mal das Match gegen wir The Mutineers. Gegen, ja genau, unseren Siege gegen The Mutineers. Und es könnte nicht enger sein. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen, ob ich, da wollte ich nicht reinschauen. Ob ich noch irgendwas schnell am Deck ändere, um diesen Kampf gut gewinnen zu können. Ist nicht mehr lange hin, knapp eine Stunde noch. Bin ein bisschen leicht erkältet, sorry Leute, tut mir leid. So, also jetzt lass mal schauen. Build out arrive. Könnte eine Amy in dem Fall besser sein. Was für ein BG ist denn drauf? Ich muss Futurama machen. Futurama, genau. Lila könnte auch natürlich optimal sein. Set Clown so. Ich will nur mal ganz kurz durchschauen, was hier gerade Sinn machen würde. Die würde unter Umständen Sinn machen, die einzusetzen. Hier habe ich lauter. Ich nehme die nochmal kurz erstmal mit rein, sonst muss ich wieder rüber scrollen. Und dann gucken wir da hinten nochmal, das ist der Philip J. Fry. Und anstelle vom Bill nehme ich wahrscheinlich am besten mal die Amy rein. Ja. Also so. Amy ist Futurama. Amy ist Futurama, genau. So, Eugene Belcher. Lasse ich jetzt mal drin. Lila ist optimal. Peter lasse ich sowieso drin. Ja, ich denke mal, damit können wir durchstarten mit dem Deck. Ah, das Testament einer Haus. Oh, ach komm, wir gucken mal. Wir nehmen es einfach mal mit rein und dann schauen wir, was passiert. So, jetzt sehen wir mal zu, dass wir hier die Führung übernehmen in diesem Match. Gucken mal, dass wir das Ding hier noch wuppen im Siege. Ja, die Mutineers ist eine der stärksten Gilden. Und wow! Jetzt geht's richtig zur Sache. Irgendjemand hat hier jetzt nochmal Punkte geholt. Jetzt fehlt echt nicht mehr viel. Und machen wir. Rocken wir zusammen das Ding. So, oh, Automatik muss natürlich raus. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier 10 Matches gewinnen. Dann sind wir sowieso schon mal in Führung. Napkin Art, Reflections. Oh, fangen wir mal hier mit der Bending School an. Vielleicht habe ich ja noch das Glück, dass sogar noch ein Bender kommt. Der kommt jetzt in der Situation gerade leider nicht. Dafür habe ich jetzt hier den Diorama Gene. Und jo, dem gebe ich jetzt nochmal einen Push mit der Amy. Ja, jetzt schauen wir erstmal, was passiert. Also, der hat das Ding da auf jeden Fall gerobbt. So. Jetzt wird mir meine Amy natürlich wegfliegen. Das ist schon mal klar. Pawtucket Patriot Ale. Und der da oben, der muss jetzt einfach mal wirklich, den muss ich loswerden. Aber jetzt hole ich mir erstmal hier den Stan mit der Gruselmaske und jetzt bin ich durch. Jetzt ist das Ding gelaufen, da passiert jetzt nichts mehr. Da bin ich jetzt durch. So, erstes Match. Du hast 10 Matches, ne? Genau, erstes Match schon mal gewonnen. Ich denke mal, ich vermute mal, dass Ruffy gerade parallel mit dran ist am Start. Kann ich mir gut vorstellen. Ruffy, ja. Ja, da tut sich was. Noch 20 Punkte. Ja gut, die haben, theoretisch können die noch. Wer macht jetzt. Ah, Mäschen! Nein, Mäschen ist mit am Start. Ja, dann. Also wenn Mäschen jetzt noch mit reingekommen ist, dann bin ich mir ziemlich sicher. Warum? Dann haben wir das. Ja, guck mal. Erstens ist er gut. Das ist das auf jeden Fall. Zweitens,
Mäschen, Ruffy fehlt noch. So, und die haben ja nur noch einen einzigen Account. Also jetzt kann eigentlich wirklich nicht mehr viel passieren. Und dann haben wir das Ding gewonnen. Und das wäre eine Sensation gegen die Mutineers. Gegen die haben wir, glaube ich, noch nie gewonnen. Kein einziges Mal bis jetzt in Haben wir unserer gegen die schon ganzen. mal gespielt? Ja. Wir haben schon gegen die Mutineers gespielt. Und? Ja, und soweit ich das in Erinnerung habe, verloren. Richtig? Was? Also definitiv verloren. So, jetzt gucken wir mal. Also, soweit ich das in Erinnerung habe. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Was war denn hier? Hier können wir den Bänder. Oh, den Disco-Bänder noch mit rein. Auch hier sind wir jetzt schon wieder durch. Und das Ding, das haben wir jetzt auch schon wieder geschafft. Gegen Petals von den Mutineers. So, Match Nummer 2 ist jetzt gewonnen. Ja, Mann. Sechstausendvierhundertzwei zu 6.402. Ja, Mann. Ist das nicht geil? Mal schnell einen Screenshot gemacht. Genial. So, mit Mäschen. Vielen, vielen Dank, Mäschen. Thanks, Dude. Rocken wir das Ding jetzt hier. So, Starfish von den Mutineers. Jetzt kriege ich gerade nochmal schön eine Pizza unter die Nase gehalten. Ach, So. keine Sorge. So. Das ist natürlich auch eine Weil auf geile dem Sieg Sache. muss man ja was essen, ne? Also das ist jetzt hier schon ziemlich nice, muss ich Dann sagen. will ich eine Pizza. Darauf isst du eine Pizza und Und du nicht. ich jetzt nicht, nein. So, nehmen wir den mal mit rein. Schalten wir gleich mal den Roger da oben aus. Ja, die Powertacke Patriot Ale. Jetzt nehmen wir die betrunkene Amy mit rein. Und jo, ich würde mal sagen, Lila gegen Student Frei. 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 Alles klar. Frei. Jeden Studenten frei. Gegen Student Frei. So. Ich hätte jetzt natürlich. Nö, war gut so. Starfish. Starfish haben wir jetzt besiegt. Ja, Mann! Match Nummer 3. Und damit haben wir definitiv jetzt die Führung. Juhu! Mega geil. Mega geil, Leute. Oh, und ich habe meine 5 Kombos gespielt. Hammer. So, 6412. Also erwartet habe ich das jetzt von der gleichen nicht. Ja, das hätte er jetzt nicht von mir erwartet. Uah. Master Rogan von den Mutineers. Jo, Mann. Oh ja. Ich hab 100 Punkte. Nö. Hast du definitiv nicht. Dann halt 73. Auch nicht. So, jetzt lass. 82. Soll ich den Sewer Surfing? Komm, wir nehmen den Sewer Surfer Bänder mit rein. Und jetzt haben wir hier einen Peter gegen eine Lila. Ist vielleicht kein so tolles Matchup zwischen denen, aber das macht jetzt nicht wirklich viel. Jetzt haben wir hier einen Bobby gegen Drunk at the Clan. Könnte besser laufen, sage ich mal. Ja, hier komme ich. Muss jetzt mal langsam was hier passieren, ey. Jetzt muss mal langsam was passieren. Jetzt komme ich auf jeden Fall durch. Einmal ein Push nach rechts und links. Und das haben wir geschafft. Jawohl! Ja, Mann! Gegen Master Rogan. Bam. Das war jetzt Match Nummer 4. Weißt du, wie frustrierend das ist?
haben die ganze Zeit jetzt geführt, ne? So, bis eine Stunde vor Schluss. Und die haben jetzt noch einen Spieler parat, der theoretisch noch einschreiten kann. Ja, für 100 Punkte, das geht aber. Für 100 Punkte wäre theoretisch möglich, aber wir haben zwei Accounts noch. Also jetzt noch einen danach. Und denen ist wahrscheinlich jetzt ziemlich bewusst, scheiße, das Ding ist verloren. Was ist die Gegenleiter des Kartiers? Das kann unter Umständen sein, ja. Dass das einer von denen sich anguckt. Kann schon sein. Nicht das. Haben wir schon. Was denn? Sondern, das ist jetzt hier gerade das Ergebnis. Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Also, als Gildenleiter, da möchte ich wissen, wie viele jetzt da von denen und von uns davor hocken. Ich habe es ja vorhin schon bei uns in der Liste gesehen. Da sitzen einige davor und gucken, was da aktuell passiert. Mhm. Ja, und auf der anderen Seite ist das natürlich ganz genauso. Mhm. Doch. Mhm. Ja, selbstverständlich. So ein Match willst du ja unbedingt gewinnen. Und dann eine Stunde vor Schluss. Und wenn das so knapp ist, ist das natürlich auch ziemlich spannend. So. Jetzt holen wir uns die mal da. Kann ich sagen, so 20 Minuten vor Schluss werden die Gilden, weil erhecken sie sich Gildenplatz und so. Hä? Ja. Wie erhecken sich Gildenplätze? Ja, das ist Gildenplätze, da kommen dann neue Leute rein, dann sind aber manchmal 50 Gildenplätze und 100. Ach so meinst du. Ach so meinst du. Ja, es gab ja schon mal so einen Fall irgendwie. Okay. Naja, also so jetzt nicht, wie du es jetzt schilderst, aber es gab mal einen Fall, das war doch, war das nicht Walkers of Gilmer gegen King of American Burger Sky? Irgendwas war da gewesen, dass bei einem Match plötzlich mehr Punkte erzielt wurden, als eigentlich möglich sind. Also irgendwie über, das war ein Rumble-Match, über 1000 Punkte hat, glaube ich, einer da geholt gehabt. Und irgend sowas war da. Also ich weiß ja, ich will jetzt nicht ein falsches Matchup nennen, aber irgendwas war passiert, dass bei einem plötzlich mehr als 1000 Punkte da standen und deswegen da Diskussionen waren. Ja. Wo kommen die Punkte her? Wie kann das sein, dass der über 1000 Punkte hat? Also, ja. Das weiß ich jetzt nicht. Ich habe es da nicht mehr weiterverfolgt, was da passiert war. Peter ist doch nicht Futurama. Peter ist nicht Futurama. Aber Bender. Ja, Bender, ja. So, aber Bender holt da sowieso jetzt alleine den Stand down und mein Skulptor Peter, der pusht sich sowieso nach oben. So, jetzt sind wir auch. American Dad. Ja, das reicht. 48. Oder? Nein. Nee? King of the Hill. King of the Hill, oh. Peter ist American Dad. Nein, Quatsch. Peter ist Family Guy. Family Guy. Alter. Du musst gerade was sagen, eben gerade, so. Und Hank war American Dad. Nein. Hank ist auch King of the Hill. Was? Also Roger war American Dad. Genau. Und wer noch? Roger, dann hast du Stan. Stan ist American Dad. Bullock müsste American Dad sein. Tina ist Bob's Burgers. Genau. Bob so. Ist Bob's Burgers. Genau. So, jetzt schauen wir mal. Jetzt mache ich die gestresste Lila. 23-fach crazed, hat jetzt schon 53 Angriff und ist quasi schon durch. Ja, das ist... Brudal. B-R-U-D-A-L. Nee. B-R-U-D-A-A-A-L-L. Damals hast du in einem Video geschrieben B-R-U-D-A-L. Jetzt mache ich B-R-U-D-A-A-A-A-A-A-L-L. Ja. Genau. So, 6484. Ja. 6484. So, jetzt brauchen sie schon über 80 Punkte. Wow. Ey, gleich kommt das. Ja, Mann! Ich kann rechnen. Ist das nicht geil?
So, jetzt muss ich mal gucken, was kommt denn da raus? Das wäre auch Crossing. 6480 minus 6403. Ich möchte jetzt nicht überlegen weiter. So, ich möchte jetzt hier das Ding gewinnen. Nein, das ist auch nicht. Napkin Art. Komm, Napkin Art mit dem Peter. Gibt's ein Start-Tag-Mutter? Jawohl. Der tut jetzt dann auch schon richtig weh. Und hier mache ich Opera Okay. Singer Lila hin. Die holt sich die Leben immer wieder schön zurück. Jetzt kommen wir mit dem Bender noch. Und das Ding ist gewonnen. Jetzt haben wir schon 9 von 10 Matches gewonnen. Und hoffentlich haben wir gleich 10 von 10. Ja. So. 6.494. Und wenn du jetzt noch einen Angriff gewinnst, dann können wir es nicht mehr schaffen. Einer von denen hat 60 Punkte. Das heißt, der könnte noch 40 holen. Ja, also theoretisch, rein theoretisch wären 140, maximal 140 Punkte drin. Wenn man sich aber mal ihre Punkte anguckt, gut, der hat ja schon 6 Matches gewonnen. Dem traue ich zu, dass er auch noch 4 weitere gewinnt. Oh, und mir traue ich zu, dass ich jetzt dieses Match hier verliere. Wenn ich jetzt nicht aufpasse, weil Betrunkene hängt, das ist jetzt nicht ganz so gut. Lass mal überlegen. Was mal, ein Bob Jean wäre eine gute Wahl. Na, jetzt schauen wir erstmal, was wir machen. Das ist jetzt ganz schön in die Hose gegangen. Ich hole mir jetzt erstmal mit der Lila da hinten den Roger. So, den da vorne lasse ich jetzt erstmal durch und werde jetzt mit dem Disco-Bänder nach Willst rechts du und Geld links. verkriegen? Nein. Ah! Was hab ich gesagt? Oh, jetzt das Match verliere ich jetzt tatsächlich. Scheiße. Bist du schlecht? Das war nicht gut. Das kann ich jetzt nicht Oh mehr. Das kann ich jetzt echt nicht mehr rumreißen. Gott! Betrunkener hängt. Oh Gott! Ein Match verloren, Aua! okay. Ja, ich habe Aua! einen Fehler gemacht, ich habe zu viel gelabert jetzt Aua! hier. Zu viel gelabert mit dir. Leute! Hashtag gleich hat keine 100. So, jetzt schauen wir nochmal da rein. Also, die haben 49 Stück gehabt. So. Die da unten sind 10, ne? Ja, Achso. 10 verlorene Matches. So. Dann haben wir 46, 55, 55, 60. Das ist Kate, wie ich gesagt habe. Also die könnte noch mal 4 holen. Und bei uns sieht das Ganze ziemlich geil aus. Ja, Mann, mega nice. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz. Also Henny 82, erstmal herzlich willkommen bei uns. Ist ein Neuzugang. 100 Punkte. Michael, Krankus, der Pate, Chris, Oli Z, Dietronic, alle eine glatte 100. Congrats, Leute. Fatburger, Tularis, Teklis, Tito Jack und ich. Bei mir stehen noch 90 da. Ja, Herr Gleich hat aber So, verloren. Das ist nicht mehr so Frankensee, gut. Grummeli, Thomas Cookie, Jojo, Harzeler, E-Robert, Misa, Jaja, Nero 82, Junkhead, Mäschen, Manuel, Manuel K. Auch Manuel, Neuzugang, super gute Leistung. Updam, Apokalyptika, Bounty, A, alle 73. Max, Dennis, Ansgar, Toptas, Dani, Gecko Moria, Eric, Mimo, Strommi, Ricky Spanish, Eat Fresh Food, Lord Universe, Robert, Night Orc, Sonja, Ulrike, K, Kings, Shooter King, auch ein Neuzugang und Big. Jo, so sieht's aktuell aus. 50 Minuten sind's noch. Und sieht stark nach einem Also, wenn Sieg du schon aus. mal Genau. dann wünsche ich mir über Live freuen. Ein Abo wäre natürlich auch schon. Treffen uns in die Kommentare. Bis dann auch. Tschüss. Tschüss.